Ja, und was generell Scharfschützengewehre angeht, na, bringen uns wahrscheinlich gegen den Berserker nicht allzu viel. Sorry. Dann geht es jetzt erstmal ab nach Hause. Und ich werde jetzt einfach durch den Stau rasen. No risk, no fun. Wahnsinn! Wie wir da durchsliden, wie so ein wahrer Profi. Einen richtigen Prövi. So. Und dann müssen wir noch mal, brauchen wir noch Hilfe beim Einparken. Hallo Scott. Oh. Ja, der hat einen Stahlkörper. Wir prallen einfach an dem ab. So. Verwechseln natürlich nach wie vor die Tasten. Hallo Rachel. Wo ist denn deine andere Dame? Wir haben noch eine zweite Dame. Das ist Scott. Ich brauche ja auch noch ein Zimmer. Die. Die Kate kann auch mit hier rein. Können die beiden Damen sich ein Zimmer teilen? Wo ist denn die? Kate? Das ist wieder die Rachel. Na toll. Mach dich mal nicht dicker als du bist. So. Wo ist sie denn? Ah. Hallo Kate. Yes. Yes. So, können wir denn irgendwas geben? So, zum Beispiel so eine schöne Rifle. Eine Midi-Weapon. Ja. Pistol. Und was haben wir denn noch? So, Midi-Weapon. Wir haben doch noch hier noch so viele Äxte gefunden. Dann kriegt die eben eine solche. Hey. Heyo. So, Midi-Weapon. Und eine Pistol brauchen wir noch. Die haben wir, glaube ich, noch im Schrank zur Genüge. Ja, da ist noch. Ist noch genug. Kein Problem. Dann ist die nämlich auch voll ausgerüstet. Yes. Eine Pistole noch für dich. So. Dann hast du alles, was du brauchst, Schätzchen. Und ich muss erstmal einräumen jetzt. Habe ich denn alle gefunden? Einen Haufen zu essen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie ich alle hinpacken soll. Hier unten ist ja noch frei. Also Essen haben wir definitiv vorerst genug. Zack, zack. Hier, ja, noch ein bisschen was rein. Cola, ein bisschen Soda-Stream. Den kann ich vielleicht wohl mal eben leer ziehen. Die alte Spucke, die kippe ich nochmal mit hier rein und verdünnt das, wird das Ganze ein bisschen noch weiter, das Ganze noch ein bisschen verdünnt. So, ah. Wir sammeln hier dann wirklich nur die PET-Flaschen, für wenn wir später mal Pfand wegbringen. So, Federn, die kommen hier rein. Also zumindest ist jetzt erstmal die erste Lage. Dann haben wir hier noch einen Haufen Components. Einen Haufen Components. So, die Waffen, die packen wir dann mal hier rein. Hier Munition, das können wir dann noch mit stacken. Ein paar Components können wir hier noch reinpacken. Nur noch Essen im Inventar. Salz. 32 Mal kann man Salz decken. Ich pack die Dinger mal mit hier rein. Ist alles nicht so wirklich themenbezogen, ich weiß, aber ich. Nicht in den Kühlschrank.
Aber ich wüsste sonst nicht, wo ich sie noch mit reinpacken soll, ehrlich gesagt. Die Metal Scraps. Hier können wir noch ein paar draufpacken. Dann wird es auch langsam dünn, die Luft. Die Rival. Ja, noch eine Rival. Warum sage ich eigentlich zu M4 immer Rival, wenn das eine Rival ist? So, einmal eine Weste noch und ein Helm. Und Chipkarten. Die waren, glaube ich, auch hier drin, oder? Ja. Drei Stück. Wo haben wir denn drei Stück eigentlich her? Viel aufgenommen. Loot all. Nehmen wir die Sachen mal alle da raus. Hier haben wir auch noch ein bisschen was drin. Ich weiß gar nicht, wo ich den ganzen Kappes alle reinpacken soll. Wir haben jetzt schon viel zu viel. Feuerholz. Haben wir Feuerholz? Oh Mann, ey. Und so? Kacke. Hier ist alles voll. Meine schöne Ordnung. Wir haben definitiv zu viel Kappes. Wir dürfen nicht mehr sammeln. Wir dürfen nur noch Dinge sammeln, von denen wir wirklich sicher sein können, dass wir sie brauchen. Alles andere brauchen wir nicht mehr. Hier käme Salz rein, brauchen wir aber nicht mehr. Medizinschränkchen ist hier. Da kommt noch der Aluhol rein. Bandagen können wir noch hier reinpacken. PET-Flasche. Und zwei von diesen Military-Dingern. Federn kommen hier rein. Hier ist noch ein wenig von den Dingern. Die behalte ich definitiv im Inventar. Definitiv werde ich auch die hier im Inventar behalten. Und hier haben wir noch eine Military Box. Was brauchen wir denn jetzt, um die aufzurüsten? Zwei von den Boxen. 10 Metal, also doch 10 Metal Scraps, dann kann ich die ja hier jetzt ein Glück wieder rausholen. So, 10 davon. Schön vergessen. 6 Low Quality Metal Iron Ingots. Whatever. Ach ne, das sind der Iron Dinger. Low Quality. Wie Körper. Low Quality Metal Ingot. So, 6 Stück davon. Da kann ich dann wieder. Zack. 2 Military Boxes und 6 Zahnräder. Und um die Zahnräder zu machen, brauchen wir sehr viele von den Dingern hier. Ich glaube, sonst Zahnräder generell habe ich nicht mehr auf Reserve. Nee, leider nicht. Dann müssen wir davon mal 6 Stück. Entschuldigung. 6 Stück machen. 4 können wir. Pass auf, dann kann ich gerade noch mal eben ein paar nachmachen. Indem ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Components gehen, glaube ich, auch. Einfach mal da reinschmeißen. Dann kann ich nämlich hier auch wieder schön viel Platz. Ist die Frage, warum ich mich nicht erst hier ran bedient habe, aber hey. Ist ja alles kein Problem.
Können wir zumindest die Sachen jetzt wieder schön hier reinsortieren. So. Ach ja. So, die packen wir dann auch nochmal hier. Dann packen wir die hin. So. Alles ein bisschen geordneter. Ihr könnt mich mal beschützen, während ich hier am Craften bin. Zack. 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 Wir craften wieder eine Runde. Ich muss dringend speichern. Okay, Nebel ist wieder vorbei. Ich speichere trotzdem. Ich habe jetzt schon Angst gehabt, dass wir im Nebel aufhören und dann sofort angegriffen werden. Und das wäre nicht gern so gut gewesen. Zwei Stück brauchen wir noch. Und dann haben wir alles zusammen, um das Ganze abzugraden. Und um uns selbst Granaten herzustellen. Schwieriges Wort. Oder schwierige Aussprache, besser gesagt. Der von 12, 12, Split 1. Eins noch rein. Sechs behalten wir. Alles andere haben wir zusammen. Wir trinken und essen erstmal eine Kleinigkeit. Der Brokkoli ist fast futsch. So, ihr leckeren Braten. Und direkt nochmal einen Schluck trinken hinterher. Hier die fast abgestandene Cola. Warum auch nicht? Alles klar. Let's go. Wir brauchen keine Low-Quality Metal Ingots, wir brauchen Eisen Ingots. Was jetzt auch nicht so dramatisch ist, weil auch die haben wir. Okay. 60 Minuten dauert das Ganze. Tada! So, Handgranate. Ach, dafür brauchen wir Granatenfragmente. Metal Scraps Gunpowder. Uiuiuiui. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Sulfat. Also Schwefel. I see. I see, I see. Okay. Wird langsam wieder dunkel, okay. Dann ist er. Rein theoretisch müssten wir dann nochmal wieder in die Mine rein. Wir haben leider nicht mehr von dem Schwefel gutartig was. Alles klar. Okay, komm, dann machen wir am nächsten Tag. Das ist gedreht. Das ist noch nicht gedreht. Dann können wir während das, können wir den hier nochmal eben auseinanderpflücken. Noch mehr habe ich gar nicht zum Dreien. Schwupps. Juti, dann, ja, ich hau mich hin. Gute Nacht. Ich will nicht gestört werden. Wir schlafen mal 9 Stunden. Bis morgens kurz nach 3. Saven das Spiel. Trinken morgens erstmal einen Schluck. Ja, wenn man morgens aufsteht, muss man die Kehle erstmal ein bisschen anfeuchten wieder. Ich wollte gerade sagen, so, wir verschwinden heimlich aus dem Haus. Die sind ja alle noch am Schlafen, aber natürlich nicht. Wahnsinn. Jetzt schaut man sich dieses Licht an.
Das hier ist okay. Wo ist denn das Licht? Ich sehe davon nichts. Es ist stockfinster. Nein. Ach Mann. Ich wollte das Licht ausmachen, weil das nichts bringt. Ich habe den falschen Knopf noch gedrückt. Ja gut, ein bisschen bringt's was. Das ist eigentlich ein Witz mit dem Licht. Ich glaube, wir werden es einfach nochmal probieren, gegen den Berserker anzutreten. Ich erwarte nicht, dass wir gewinnen werden. Boah. Aber einfach nur nochmal wieder just for fun. Ich möchte mal gucken, oder vielleicht, was mich mal interessieren würde, wenn wir ihn verletzen. Und ich hoffe, das schaffen wir auch ohne Granaten. Bleibt das dann so? Erholt er sich wieder? Weil mitunter könnte es halt relativ schwer werden, ihn zu besiegen, wenn er sich zwischendurch noch wieder erholt. Wenn nicht sogar ein Ding der Unmöglichkeit. Für uns zumindest. Wir sind ja keine Pros. Hui! So, wir drehen den Wagen eben. Und auf geht's. Sledgehammer wieder gegen Spitzhacke tauschen. Dann gucken wir mal. Also die Granatenfragmente droppen wahrscheinlich nur bei den Banditen, so heißen sie. Alter, ist das dunkel. Habe ich keine Taschenlampe? Ach doch. Wollte schon sagen. Das ist, glaube ich, Zink, oder? Ja. Lassen wir hier. Ich hau die Dinger trotzdem klein, aus dem einfachen Grund, weil dann A, neue Sachen da spawnen können und B, für den Fall, dass da wirklich mal zwei einander sind, schon wieder Zink, können wir die halt dann natürlich erkennen. Und da haben wir ein bisschen Salpeter, also Schwefel brauchen wir tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen werde, dass wir wirklich am allerwichtigsten Schwefel brauchen. Ah! Als hätte ich es nicht gerade erwähnt. Salpeter nehme ich natürlich auch mit. Also eigentlich, ich nehme alles mit, außer Zink. Das brauchen wir nun wirklich gar nicht. Wenn ich das Licht ausmache, okay, es ist wahnsinnig dunkel. Ich weiß gar nicht, wo dieser Wind herkommt, den wir die ganze Zeit hören. Normal dürfte es das eigentlich gar nicht geben. So, hier brauchen wir dann eine Lampe mehr. Okay. Vielleicht ist es doch nicht ganz so abwegig, hier eine Lampe einzusetzen. Und nicht rennen. Das wäre kontraproduktiv. Schon wieder Zink. Nicht unbedingt die besten Vorzeichen. Naja, gut, okay. Und noch mehr Zink. Hey, obwohl das könnte auch Eisen sein. Das sind auf jeden Fall mehrere. Da ist Zink. Immer noch mehrere. Da haben wir Kupfer. Kupfer nehme ich mit. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Der Rest ist Zink. Ich glaube, das ist auch wieder Zink. Nein, Iron. Okay. War alles mit dabei? Kupfer, Zink und Iron. Du hast nochmal Iron.